An der Schweizer Meisterschaft der Gebäudetechniker kämpft die Elite von morgen um den begehrten Titel. Die jungen Berufsleute gehören zu den Besten in ihrer Branche. Heizungsinstallateure, Lüftungsanlagenbauer, Spengler, Sanitärinstallateure und Gebäudetechnikplaner. 2 Tage haben die rund 50 Prüflinge Zeit, die anspruchsvolle Wettbewerbsaufgabe zu lösen. Also die Aufgabe ist sehr umfangreich und man muss sich die Zeit gut einteilen, weil man hat relativ wenig Zeit für die ganzen Arbeiten. Und ja, man ist halt ein bisschen unter Zeitdruck. Also wir haben natürlich geschaut, dass sicher nicht das einfachste Projekt überkommen. Wir haben eine relativ umfangreiche Arbeit denen zur Arbeit gestellt. Also die müssen Gas geben, dass sie überhaupt fertig werden. Und sicher ihr technisches Know-how einbringen, dass sie die Aufgabe lösen können. Also für mich ist es sehr happig, muss ich sagen. Also ich beisse. Jede Minute, die ich da bin, muss ich also kämpfen. Weil es einfach sehr viel Konzentration und Geschwindigkeit in einem verlangt wird. Und da passieren schnell Fehler. Es sind Sachen, die man alles schon auf dem Bau halt gemacht hat während der Lehre. Die Sachen, die wir jetzt machen. Sonst ja. Es liegt drin. Den Schweizer Meistertitel müssen sich die Gebäudetechniker hart erkämpfen. Denn schließlich haben alle hier mindestens mit der Note 5 ihre Lehre abgeschlossen. Wie anspruchsvoll ist denn so eine Schweizer Meisterschaft? Sie soll anspruchsvoll sein, weil es ist eine Schweizer Meisterschaft. Eine Lehrabschlussprüfung macht jeder und die Besten sollen die Schweizer Meisterschaft kommen. Darum darf man auch die Aufgabe noch etwas höher definieren als nur an einer Lehrabschlussprüfung. Der Wettkampf um die Schweizer Meisterschaft an der Olma ist ein Publikumsmagnet. Sogar Bundesrat Ueli Maurer überzeugt sich persönlich von dem Messe-Highlight: Schweizer Meisterschaft der Gebäudetechniker. Es ist ein interessanter Stand, gut gemacht, animierend. Und es ist spannend zum Zuschauen, was sie machen. Wir sollten einfach wie immer ein bisschen mehr Zeit haben. Wie wichtig ist es, dass sich Gebäudetechniker hier an der Olma präsentieren? Es ist wahnsinnig wichtig, weil wir brauchen mehr gute Berufsleute und weniger Zugang zu der Hochschule, wenn man es ganz einfach sagt. Weil wir einen guten Berufsmann hat jede Chance heute und wir brauchen die in der Schweiz. Motivierende Worte von Ueli Maurer. Für die Gebäudetechniker ist die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Karriere. Die Besten in den Berufen Sanitär- und Heizungsinstallateur bekommen außerdem die Chance, sich für die WM 2015 in Brasilien zu qualifizieren. Ja, wir schauen jetzt mal, wie es rauskommt hier. Und ja, je nachdem, vielleicht längt es ja. Aber ja, das werden wir dann sehen am 20. Ich hoffe, gebe alles, dass es längt. Die Chance, die man bekommt, die packt man, die nimmt man einfach. Die Schlussfeier der Gebäudetechniker findet am 20. Oktober im Olma Forum in St. Gallen statt.